Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ich habe gerade Probleme mit meiner Linse. Ach. Beim letzten Mal hatten wir einen Part voller Cutscenes. Und dieses Mal Paradigmen müssen wir noch einstellen. Hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können. So, machen wir erstmal hier Verheerer, Verheerer. Ja. Stärkungsattacke, dann machen wir hier den Brecher und hier nochmal... Nee... Brecher und Augmentor. Machen wir Verheerer und Augmentor. Nein, dann machen wir Brecher. Ja, ist gut. So, Brecher. Dann machen wir hier den Verheerer und den Heiler. Und hier unten machen wir nochmal Brecher und Verheerer. So, das müsste gut aufgestellt sein, denke ich. Werden wir ja sehen in den nächsten Kämpfen. Auf jeden Fall legen wir los. Was bist du denn für ein Vieh? Krass, es leuchtet grün. Grün! Bestimmt muss ich mich jetzt eigentlich aufpushen erstmal. Aqua, Blitz und Aqua. Ja, das ist clever. Total clever gewesen. Ah, das hat so gar keinen Sinn. Gut, das muss ich dann wieder ändern. Nehmen wir Brecher und Verheerer gleichzeitig. Ist besser. Weil mit dem Brecher dabei läuft nämlich die Leiste langsamer runter. Wenn man zwei Verheerer hat, geht die Leiste zwar schnell voll, aber auch wieder ganz schnell weg. Und so ist das besser. Gut, dann müssen wir das austauschen, würde ich sagen. Jo, habe ich mit gerechnet. Ist in Ordnung, passt schon. So, Paradigmen. Manuell. So, hier bitte ein Brecher. Und dann muss das da unten Verheerer, Verheerer sein. So. Werden wir nicht benutzen. Ich denke, wir bleiben so bei der Strategie. Analysator, yay! Jans, nein, geh zurück. Wir müssen zurück. Und weiter. Noch mehr Köter. Nein! Ah, ich hätte ihn doch eigentlich treffen müssen, bevor er mich sieht. Oh, zwei kleine und ein großer. Oh, wie süß. Bärz, Bärz, Bärz. Oh, der ist auch schon down. Sauber. Bam, bam. Ich glaube, das wird ein 5-Sterne-Fight. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Bam, bam. Naja, 11 nach. Dann muss ich jetzt bis 16... 26. Dann mache ich Feierabend. Oh, der hat sich gepusht. Habt ihr das gesehen? Der hat auf einmal unter seinem Ding ein Angriffsdingsbumsenszeichen. So. Weiter! Oh yeah. Ich mag das nicht, wenn das Team so getrennt ist. Ich finde das nachher richtig gut, wenn ich mir komplett aussuchen kann, wen ich alles mit dabei haben will. Weil dann kann ich wirklich sagen, ich möchte jetzt Lightning, Snow und Hope mit dabei haben. Das kommt ja später. Und wenn die erstmal alle vernünftig weiterentwickelt sind, dann kann ich auch schön auf Pushen und sowas bauen. Richtig gut. Drei Viecher mit zwei Leuten. Das kann ja was werden. Wobei. Ja, ist ja gut. Und er lebt immer noch. So. Batz. Batz. Oh oh, die pushen sich beide gerade auf. Oh. So kann das laufen, Leute. So schnell geht man down. Ja, Kampf neu beginnen, bitte. Ja, es war selten dämlich. Ich hätte doch eher auf Pushen setzen sollen. Geh weg. Dreh um. Ach, leck mich doch. Ja gut, dann pushen wir uns erstmal mit unserem kleinen Hope. Schön die Verteidigung hoch. Und dann können wir drauf klatschen. Los geht's. Nein. Oh. Das war genau das, was ich nicht wollte. Stärkungsdings wollte ich. Okay. Bam. Bam. Jetzt hat er bei beiden Protest. Wie wäre es auch nochmal mit, ja, jetzt hat er da Magie hochgehauen. Und bei sich auch. Gut. Jetzt können wir hier zu...
Nee, er ist erstmal down gegangen, sehr schön. Oh, du bist zu nichts zu gebrauchen, ohne Scheiß. Jetzt hat er auch noch seine aufgepushte Verteidigung verloren. Das... Oh! Heiltrank, los. Attacke. So, der ist down. Bitte Lightning, bitte greif Lightning an, bitte greif Lightning an. Oh, ging sogar daneben, sauber. Ja, wie kacke war das denn jetzt? Nur weil er down gegangen ist, hat er sein Dings verloren. Ja, grinst nicht so blöd, du Kacklappen. Kannst nix, bist nix. Ohne Scheiß. Oder unten ist das Ziel, wie ich gerade sehe. Aber relativ gut dafür, dass ich bis jetzt noch nicht einmal trainieren musste. Könnte schlimmer sein, ohne Scheiß. So, ja. Bitte Paradigmen auf Stärkungsattacke. So, erstmal auf genau den da. Dats, dats, dats. Ja, Hope, du kannst... Oh mein Gott. So, eben schnell einmal heilen. Und jetzt können wir hier auf Extermination gehen. Stay out of my way. Sie ist so krass, die Frau. Bats! Na, überlebt er es noch? Ja, er hat es noch überlebt. Sehr schön. Da hat aber ganz schön welche auf die Fresse gekriegt gerade, muss ich sagen. Gut, dass ich doch so viele Heiltränke habe. Jetzt bin ich froh drum. Vorher immer rumgemutert. Was soll ich mit dem ganzen Scheiß? Brauche ich sowieso nicht. Und jetzt brauche ich es. Tatsächlich. Na, gibt es ihm welche? Bitte? Ja, danke. Sauber. Los, tötet das wie. Wenn das kein 5-Sterne-Fight ist, ne, dann ist echt hollernde Not. Es hat überlebt. Es hat nur einen minimalen Strich und es überlebt. Mein Gott. So ein Mist. Obwohl, ich muss gar nicht warten mit dem Level, bis ich alle wieder zusammen habe. Falls sie nochmal zusammenkommen. Jawohl, sauber. Das ist gut. Das hier ist kacke. Das ist ein richtiges Arschloch. Die Viecher haben so starke Verteidigung. Aber sobald sie dann so in diesem Schockmodus sind, kriegen die so dermaßen mit Damage. Vor allem greifen sie dann nicht mehr an, weil sie total verwirrt sind. Ja, ich brauche gar nicht auf alle warten. Denn, alle kriegen Kristallpunkte dafür, wenn ich irgendwo level. Von daher ist es jederzeit möglich. Und dann werde ich auch irgendwann nach diesem Aufnahmemarathon, wenn er endlich vorbei ist, mal leveln gehen. Offscreen natürlich. Yay! Passivversuch, Dingsbumsens, was? Aha. Reißzahn. Ach, da unten. Passivsuchsensor. Okay. Achso, ich dachte, jetzt haben wir da wieder ohne Ende Ausrufezeichen. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Xenoroid. Xenoroid. Klingt wie so eine Yu-Gi-Oh-Karte. Xenoroid wird eingesetzt. Hat den Effekt, aktiviert eine Feindkarte direkt von der Hand, sobald er eingesetzt wurde. So, was habe ich gesagt? Wann müssen wir jetzt aufhören mit dem Part? Was will er denn hier? Can we get through this way, you think? You know where you're going, right? I've been here on missions before. Missions? Nothing to do with the Purge, though. The Purge is SCICOM's baby. Our military is split into two arms. The Public Security and Intelligence Command, known as SCICOM, and the Guardian Corps. I was Guardian Corps, Bodom Security Regiment. Wait, but I don't get it. If you're not SCICOM, then why did you board the train? For Sarah.
join the end of the line. Attention, purge deportees. Follow instructions and stay in your lines. Personal belongings will be returned upon arrival. Do not leave your lines! This is for your own safety! Huh? What's the GC doing here? This op's under Psycom direction. So direct me. Let me on. I want to be purged. Only Siths get purged. Sanctum staff and soldiers are exempt. Huh? Then I quit. Line up! Excuse me. Hey, lady. What gives? I volunteered. Really? You don't look ready to go quiet into that good night. You want quiet? You better take the next train. Well, now I really want to see what you're up to. I had to rescue Sarah before they transported the Vestige to Pulse and out of my reach. My only chance to save her was to join the Purge. You're telling me you got on that train so you could save your sister? That's crazy. I could never do something like that. It's not a question of can or can't. There are some things in life you just do. Easy for someone like you to say. Lightning! She left me. One, two, three, off we go. What are you up to? Hey! Wait up! Can't keep up with this girl. Sans hat nun die Rolle des Augmentors erlernt. Der Augmentor unterstützt mit Fertigkeiten. Aha, das hatten wir schon. Zielen in erster Linie darauf ab, die Angriffskraft seiner Gefährten zu steigern. Zurzeit beherrscht er den Zauber Ena, der die Wirkungskraft von Angriffszaubern steigert. Er lernt Sans den Zauber Courage, kann er die Durchschlagskraft physischer Angriffe steigern. Beide Fertigkeiten zusammen erhöhen also die Offensivkraft der Gefährten insgesamt. Bisweilen bekämpfen sich Gegner auch untereinander. Stehen zwei Gegnerparteien in Konflikt, sind die meist abgelenkt und merken die Anwesenheit der Gefährten nicht. Dieser Umstand erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich einen Präventivschlag zu landen. Yay! Tja. Nichts Besonderes, nichts Atemberaubendes, alles weiß man eigentlich schon. Datenlog. Ja, viel zur Geschichte. Warum Lightning vor allem auf den Zug war, ist jetzt bewusst. Und wo sie Sess kennengelernt hat. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So, das gefällt mir natürlich, dass Sess jetzt auch Augmentor ist. Das heißt, wir können ihn auch schön boosten. Nein, Crystarium. So, Augmentor. Courage. Sauber. So, Venile, was hast du nochmal? Manipulator, ja komm, mach mal hier. Deprotest. Deprotest ist geil, das senkt die Verteidigung des Gegners. Joa.
So viel zu dem und wir beenden den Part an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 13. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.